Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Welche Realität wird kommen? Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 20. Januar 2021. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind sehr wählerisch, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, denn wir wissen, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas richten, wird es nicht lange dauern, bis wir in Harmonie damit schwingen und dann mehr davon in unserer Erfahrung erschaffen. Alle Realitäten sind real und alle Wahrheiten sind wahr. Ihr alle wählt, welche Realität ihr gerade erlebt, und damit wählt ihr auch, in welche Realität ihr euch als nächstes bewegt. Die Menschen streiten sich immer wieder darüber, was in dieser Zeit wahr ist, aber diese Menschen denken, dass es nur eine Realität gibt, auf die sich alle als die eine wahre Realität einigen sollen. Nun, es ist wahr, dass ihr euch auf eine Realität konzentrieren könnt, die ihr derzeit nicht erlebt. Aber wenn das der Fall ist, dann sollte diese Realität besser eine sein, die ihr erleben wollt. Denn wenn ihr eure Aufmerksamkeit darauf richtet, dann kommt sie. Es ist also wichtig, dass ihr euch fragt, ob ihr die Realität erleben wollt, auf die ihr eure Aufmerksamkeit richtet, die aber im Augenblick nicht direkt vor euch ist. Ihr könnt euch sogar Realitäten erschaffen, die aus der Perspektive eures gegenwärtigen Augenblicks in der Vergangenheit liegen. Wir sagen, dass ihr weise wählen solltet, worauf ihr euch fokussiert, denn ihr wollt ja eine sich gut anfühlende Realität erleben, eine Realität, in der ihr das erleben könnt, was ihr erleben wollt. Und das könnt ihr nicht tun, während ihr gleichzeitig gegen eine Realität ankämpft, über die ihr im Internet gelesen habt. Es ist sehr, sehr wichtig für euch alle, dass ihr lernt zu unterscheiden. Und das tut ihr, indem ihr auf euren Körper, eure Emotionen, euer Herz und eure Chakren hört. Sie werden euch sagen, ob die Realität, auf die ihr euch konzentriert, eine ist, die ihr erleben wollt. Aber dann müsst ihr auf diese Zeichen hören, die aus eurem eigenen Sein zu euch kommen. Und wir wissen, dass viele von euch, die diese Übertragung jetzt empfangen, sich all dessen bewusst sind. Aber wir wissen auch, dass es einfacher ist, dies als einen Glauben zu halten, als es in die Praxis umzusetzen. Genauso wie es für euch einfacher ist zu sagen, dass ihr die Energie der Quelle seid, als es für euch ist, die Energie der Quelle in Aktion zu sein, dort in einem physischen Körper auf Erden. Das sind ein paar der Herausforderungen, denen ihr euch für diese sehr wichtige Lebenszeit gestellt habt. Wir möchten, dass ihr mehr darauf achtet, worauf ihr euch konzentriert und wie es sich anfühlt, und wir ermutigen euch, euch zu fragen, ob das eine Realität ist, die ihr wirklich erleben wollt. Und wenn ihr noch weitergehen wollt, dann fragt euch, warum. Wollt ihr Recht haben oder wollt ihr euch im Einklang mit der Quelle fühlen? Die Wahl liegt bei euch und von unserem Standpunkt aus ist die Wahl einfach. Wir wählen immer die Ausrichtung mit der Quelle, und wir fühlen immer die Ausdehnung der Quelle als Ergebnis. Vertraut uns, wenn wir sagen, dass es die einzige Art zu leben ist, die einzige Art zu sein, die einzige Art, euren freien Willen in diesem Universum des freien Willens auszuüben, mit all der Dualität und all der Polarität. Wir sind der arcturianische Rat, und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.